Willkommen bei Stuttgart 21. Heute testen wir die Neckarbrücke und das mit rund 1000 Tonnen Gewicht. Über den Neckar spannt sich in der Landeshauptstadt Stuttgart eine neue Eisenbahnbrücke, die stadtbildprägende Stahlsegelbrücke aus der Hand der Ingenieure von Schleich Bergermann Partner. Die Neckarbrücke verbindet die Tunnel zum künftigen Hauptbahnhof und zur S-Bahn-Stammstrecke mit dem Bahnhof Bad Cannstatt. Ich bin Hubert Naranietzki, ich bin Projektingenieur bei der Max-Kronthal GmbH und bin verantwortlich für die Versuchsdurchführung. Die Neckarbrücke ist ein sehr besonderes Bauwerk. Das liegt daran, dass sie eine Zulassung im Einzelfall besitzt. Damit wurde quasi der Erfahrungsbereich des Ingenieurwesens verlassen und dementsprechend müssen nach dieser Zulassung entsprechende Belastungsversuche durchgeführt werden, um zu schauen, ob die statischen Annahmen, die damals getroffen wurden, der Realität entsprechen. Deshalb werden diese Belastungsversuche durchgeführt. Die entsprechenden Messgrößen dafür werden gemessen und dann mit dem Modell verglichen. Das Besondere an dieser Brücke sind die Stahlsegel, die in drei Bauwerksachsen angeordnet sind und über sogenannte Zügel mit den Masten verbunden sind. Und über diese sogenannten Zügel werden dann auch Vertikalkräfte in die Stützung eingeleitet. Das heißt, die Zügel, die kriegen primär Zugkräfte. Die Belastungsfahrten werden zunächst erstmal im Büro geplant, dann wird dann dementsprechend Messtechnik bestellt. Heute und morgen führen wir Belastungsversuche durch. Die bestehen einerseits aus statischen Laststellungen und andererseits aus dynamischen Überfahrten. Eine so eine statische Laststellung können Sie hier im Hintergrund sehen. Das, was wir heute messen, ist die Verformung, also wie sehr das Bauwerk sich durchbiegt unter einer bestimmten Last. Diese Werte werden dann verglichen mit den Werten, die bei dem Rechenmodell rausgekommen sind, um zu schauen, ob das Rechenmodell die Realität tatsächlich so, wie sie ist, abgebildet hat. An diesem Rechenmodell kann man sehen, wo in der Theorie die größten Verformungen auftreten sollen. Und das ist tatsächlich, wenn man zwischen zwei Stützungen das Feld, das sogenannte Feld, belastet mit einem Zug. Und da die beiden Felder, die Sie hier hinter uns sehen, die größten Felder sind mit Spannweiten von 77 und 74 Metern, hat man sich dazu entschieden, dort die Belastungszüge hinzustellen, um eben die größten Verformungen zu messen. Der Fuß- und Radweg spielt für die Belastungsversuche keine Rolle. In den statischen Berechnungen wurde natürlich mit berücksichtigt. Wenn die beiden Züge auf dem Bauwerk stehen, wird es natürlich auch zur Verformung am Radweg kommen. Die sind aber sehr unkritisch und der Personen- und Fußgängerverkehr kann weiter aufrechterhalten bleiben. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sich das Bauwerk maximal um 3 cm verformt hat, was sehr wenig für ein Brückenbauwerk ist unter einer so hohen Belastung. Dementsprechend sind keine Komplikationen aufgetreten und das Bauwerk verhält sich so, wie man sich das bisher vorgestellt hat. Jetzt wird umfassend getestet. Gemeinsam mit der MKP GmbH prüft die Deutsche Bahn die Brücke auf Herz und Nieren. Im Fokus der Prüfer: Dehnungen, Temperaturen, Wege und Beschleunigung. Um all das mit sensibler Messtechnik zu prüfen, rollen zwei Züge mit rund 1000 Tonnen Gewicht über die Brücke in Bad Cannstatt. Eine der Ingenieurinnen, die diesen Prozess leitet, gibt uns jetzt einen Einblick in die Prüfverfahren und erklärt, welche Herausforderungen beim Testen einer Brücke dieser Größenordnung zu bewältigen sind. Mein Name ist Josephine Planer, ich arbeite bei MKP GmbH, bin Projektingenieurin und heute hier bei diesem Versuch maßgeblich dafür verantwortlich, dass das elektrische Messsystem, welches vorab installiert wurde, einwandfrei funktioniert und alle Verformungen aufzeichnet. Dazu sitze ich hier in dieser Messzentrale und überwache die Aufzeichnung, nachdem die Laststellungen angefahren wurden. Bei diesem statischen Belastungsversuch fahren wir mit zwei Zügen, die jeweils 480 Tonnen wiegen. Gerade aktuell haben wir einen Versuchsabschnitt erreicht, in dem wir mit beiden Zügen auf die Brücke fahren, also sind jetzt 960 Tonnen auf der Brücke. Hier bei der EU Neckar war es eine besondere Herausforderung, das Messsystem zu errichten, denn von den Zügeln oben bis unterhalb der Brücke erstreckt sich unser Messsystem. Und da sind wir mit Hubsteigern hochgefahren zu den Zügeln, aber auch mit dem Brückenuntersichtgerät unterhalb die Brücke gefahren, um dort die Messstellen zu applizieren. Ein Messsystem, da sprechen wir immer von mehreren Komponenten. Das betrifft Sensoren, die dann per Kabel an sogenannte AD-Wandler angeschlossen sind. Diese AD-Wandler wiederum sind verbunden mit einem Controller. Das ist die zentrale Stelle des Messsystems, mit der wir kommunizieren können und die uns dann auch die Messdaten dann zurückliefert. Wir haben hier 108 Messkanäle inklusive mehrere Kilometer Messkabel verlegt. Wir mussten Bus- und Stromkabel einmal über die ganze Brücke verlegen, um jede Messstelle dann auch mit einer Spannung zu versorgen.
Nun sind wir hier, die Züge wurden hierher überführt und wir fahren jetzt unterschiedliche Laststellungen an. Nicht nur das Messsystem zeichnet gerade Messdaten auf, sondern auch ein Geodät erfasst mit einer Totalstation die Verformungen, die dann sich einstellen, wenn der Zug diese Laststellung erreicht hat. Hier aktuell auf der Brücke können wir tatsächlich erstmal nur bewerten, ob es nicht zu höheren Verformungen gekommen ist. Aktuell sieht es sehr gut aus. Wir haben erwartbare Messwerte aufgezeichnet und das beruhigt uns erstmal für diesen Versuch vor Ort. Die 3 cm liegen in dem Erwartungsbereich. Man konnte sehen, dass das Bauwerk sich deutlich besser verhält, als man es angenommen hat. Und für weitere Videos von Stuttgart 21 abonniert den Kanal.